Hallöche Leute und willkommen bei Pandido Gaming mit mir, dem Otto. Welche Überraschung. So, und heute geht's weiter mit Skywhale und unserem Ziel, die 3000 Meter zu erreichen. Im letzten Part waren wir, glaube ich, nicht mal ansatzweise in der Nähe. Und Kopfchen, yes! Und deshalb muss ich jetzt hier aber mal Vollgas geben, dass wir diese 3000 Meter schaffen. Das ist ja wohl möglich, Freunde. Das macht ja wohl. Wow, es geht mir hier oben bitte ab. Okay, wir sind jetzt schon. Bitte schnarchen hier. Das ist gut. Wir sind. Wow, aber was geht denn hier ab? Was geht hier ab, Freunde? Hier ist ja ganz schön Alarm hier am Anfang, wa? Ganz schön Alarm. Komm, hier nehmen wir noch ein. Maiskolben ist gut. Maiskolben bitte. Ah, na gut, jedenfalls die 3000 Meter, Freunde. Die sind heute das erklärte Ziel. Und, oh, das Hähnchen. Das haben wir letzten Part erst gekauft. Weiß der Geier, was es gerade gemacht hat. Es sah nicht wirklich nach einem, ja, großen Effekt aus, möchte ich mal sagen. Aber vielleicht habe ich es auch nicht richtig gesehen. Den Geldschein würde ich gerne mitnehmen. Das Äffchen hier. Oh, habt ihr gesehen? 3 Donuts. Freunde, 3 Donuts in einem Donut. Hand ist gut, oder? Oh, nicht so schlecht. Okay, 3 Donuts mit einem Donut. Was sagt man dazu? Wenn das immer so gehen würde. Ja, Kussmann, komm, nehmen wir mit. Ich weiß zwar nicht wofür. Aber hey, erstmal haben, oder? Lieber haben als brauchen, sage ich immer. Haben ist besser als brauchen. Aber ja gut, das verleitet natürlich auch zur verschwenderischen Haltung. Und die sollte man nicht annehmen. Also. Aber jetzt wird es hier ein bisschen zu ernst. Wir spielen ja immer in Skywhale. Und da will ich euch jetzt hier nicht. Ja, wie auch immer. Okay, wir lass uns mal bei den 3000. Oh, okay. Ich hab gerade ein bisschen zu viel gequatscht. Ich habe gar nicht gemerkt, dass ich eingetaucht bin. Aber gut, jetzt sind wir unter Wasser. Dann lass uns doch mal. Bitte. Oh Mann, ich muss doch irgendwas erwischen. Okay, wir tauchen wieder auf. Das war nicht so erfolgreich. Oh, Äffchen ist gut. Noch. Oh, Freunde, wir haben noch einen Schnorchel gefunden. Na, glaubt das denn? Noch einen Schnorchel gefunden. Dann lass uns doch gleich nochmal eintauchen, oder was? Oh, Sombrero. Oh, das war. Oh, guckt euch das an. Was bin ich denn jetzt? Jetzt bin ich Dracula unter Wasser. Oh, 2 Schlangen. Oh, pssst. Sag. Ja. Ich weiß nicht, ob so klug ist, unter Wasser zu bleiben, ehrlich gesagt. Weil über Wasser geht es doch deutlich mehr ab, oder? Okay, dann nehmen wir noch einen Schnorchel. Na komm, dann landen wir mal eintauchen. Jetzt sind wir auch, ehrlich gesagt, schon kurz vor den 3000 Metern. Vielleicht wird das jetzt hier was. Das Ding. Oh nein, der war daneben gesetzt. Komm, wir versuchen es noch ein paar Meter unter Wasser. Hier ist es zumindest ruhiger. Na gut, lass uns Stellan wieder auftauchen. Ja, beide. Ach, schade. Komm schon, bitte nimm den mit. Oh, Mann. Okay, ich darf jetzt nicht. Freunde, ich habe gleich die 3000. Jetzt muss ich mich hier zusammenreißen. Ich bin ein bisschen tief für meinen Geschmack. Da ist schon die Wassergrenze. Das ist, Freunde. Nein. Oh Gott. Ach. Oh Leute, ich muss mich Gott ärgern. Das ist nicht wahr. Das ist nicht wahr. So knapp am Schnorchel vorbei. Und 30 Meter vor den 3000. Ich glaub's nicht. Oh Gott. Okay, gehen wir direkt noch eine Runde. Das ist ja nicht die. Ist er da? Das ist doch nicht die Possibility. Oh, Freunde, was ist da los? Wieso meint es das Spiel so böse mit mir? 30 Meter vor 3000. Und den blöden Schnorchel nicht erwischt. Ich glaub's nicht, Freunde. Oh, das ist doch verhext. Was für eine schwarze Magie ist hier am Berg, Leute. Das ist doch Hexenkunst. Ist es nicht. Es ist. Na gut, komm, man muss es abhaken. Ich versuche es jetzt abzuhaken. Und inoffiziell gebe ich mir die 3000 Meter. falls wir es jetzt nicht mehr schaffen sollten. Dann war das. Schon wieder so knapp. Ein blöder Schnorchel. 2 Gebisse, wofür auch immer. Hat er das jetzt angelegt? Ach so, darum grinst er gerade so heftig, wa? Wegen den 2 Gebissen. Was bewirken die denn, diese blöden Gebisse? Ich weiß es einfach nicht. Und ich hab's. Ich weiß nicht. Jetzt aber.
Was? Noch einer? Leute, ihr habt selbst gesehen. Ich bin zweimal unglaublich knapp am Schnorchel vorbeigeflutscht. Also, manchmal ist so der Wurm drin. Ne? Kennt ihr so eine Tage? Manchmal ist einfach der Wurm drin. Und jetzt habe ich ja auch noch so eine Buchse an, so einen Schlipper. Wie ist der denn wieder gut? Also, ich bleibe dabei, ne? Auch im letzten Part schon angesprochen. Und ich werde nicht müde, es weiterhin anzusprechen. Wenn ihr wisst, wofür einige Items gut sind, wenn ihr es wirklich wisst, nicht einfach nur vermuten so, dann schreibt mir das bitte, bitte in die Kommentare. Ich bin aber einigen Items so ein bisschen am Verzweifeln. Ich nehme die auf, es passiert nichts. Ich probiere sie zu kombinieren, es passiert nichts. Und ich bin bei einigen Items überfordert. Was heißt überfordert, überfragt? So wie zum Beispiel das Gebiss, der Kussmund. Hier diese Buchse, die ich anhabe, dieser Schlipper. Ich habe nicht den blassesten Schimmer, wofür das alles gut ist. Und ehrlich gesagt regt es mich ein bisschen auf, weil ich weiß nicht, ob es Items gibt, die wirklich einfach nur nutzlos sind. Und dann, aber dann wüsste ich es halt gerne, weißt du? Dann brauche ich zum Beispiel, gewisse tragbare Items gar nicht erst mehr kaufen. Wo ich mir denke, okay, das ist, glaube ich, eher nutzlos. Ja, also wie gesagt, wenn ihr was wisst, dann immer her damit. Ich bin da absolut empfänglich, möchte ich mal sagen. Okay, wir haben noch 7 Donuts, gar nicht so übel. Aber wir brauchen jetzt hier mal wieder irgendeinen Boost. Hier, sowas hier. Zack, Schweinchen. Muss ja wieder ein bisschen Fahrt aufnehmen hier. Wir haben auch den Schnorchel. Aber ich möchte eigentlich gerne... Oh, jetzt haben wir das Gebiss. Na toll. Dieses wunderbare Gebiss. Wofür kein Mensch weiß, wofür das gut ist. Okay, ich würde sagen, wenn wir eintauchen, dann tauchen wir jetzt ein. Okay, machen wir. Und lasst uns ein paar Donuts unter Wasser verballern. Nein. Verdammt. Schlange. Oder Aal. Es ist ein Aal. Es ist ein Zitat. Sarg. Grabstein. Donut. Lass uns ein bisschen unter Wasser bleiben. Komm schon. Yes. Oh, hier. Den Graftrag, da nehmen wir natürlich mit. Und, wow, Freunde, es hat uns rauskatapultiert. Ich wollte doch gar nicht. Okay, da war wahrscheinlich die Oberflächenspannung zu stark. Und es hat uns einfach hinauskatapultiert. Bitte, irgendwas. Nein. Ich brauch Höhe. Bitte. Oh. Boom. Okay. Das war schon wieder. Aber wir haben, hulala, 73 Münzen. Nicht schlecht. Dann lass uns noch was kaufen auf dem letzten Meter. Also der Weihnachtsmann, ne? Unter Wasser tragbar, das ist ja so interessant, den muss ich mitnehmen. Oh, das ist ein Boost. Und das Auge ist tragbar. Boost unter Wasser. Okay, wir haben jetzt 2 Unterwasser-Boosts gekauft. Weihnachtsmann. Und der hier sieht aus wie Neptun. Sieht eigentlich auch aus wie der Weihnachtsmann, oder? Nur nackt. Aber gut, lasst uns schauen, was sie bewirken im nächsten Part. Wenn euch dieser gefallen hat, dann lasst mir doch einen Daumen da, kommentiert die ganze Sache, abonniert den Kanal. Und ja, ansonsten sehen wir uns wieder im nächsten Part. Bis dahin wünsche ich euch nur das Beste, Freunde. Macht's gut und ciao.